Frau Berger, neue Arbeitswelt 4.0, das heißt, Arbeitnehmer sollten produktiver werden, effizienter und auch innovativer. Jetzt in dem Corona-Lockdown mit dem Homeoffice, hat das funktioniert? Als Führungskraft bei der Basler Kantonalbank fordere und fördere ich folgende Kompetenzen. Das kompetenzhierarchieübergreifende Arbeiten, also interdisziplinär, Effizienzen generieren, steigen, indem wir Schnittstellen reduzieren oder schließen und auf der anderen Seite Daten, Informationen und Erkenntnisse daraus verfügbar halten, und zwar von überall, auch vom Homeoffice aus. Wie hat diese Umstellung jetzt in Bezug auf die Einhaltung von Compliance-Regeln funktioniert? Ja, also wir waren einerseits technisch sehr gut vorbereitet. Das heißt, alle Mitarbeitenden verfügen über einen Laptop, über Telefone, Zugang zu den relevanten Daten. Auf der anderen Seite die Compliance-Vorgaben, die gelten nach wie vor und auch vom Homeoffice aus, mit ganz wenigen Ausnahmen, die auch von extern kamen, sprich von der FINMA oder aber auch vom Bund. Auf der anderen Seite muss man natürlich Privates und Geschäftliches klar trennen. Das Bankkundengeheimnis, Datenschutz gilt natürlich auch aus dem Homeoffice und auch gegenüber Familienangehörigen. Jetzt war dieser Corona-Lockdown war ja auch ein Härtetest für digitale Dienstleistungen, für digitale Kundenschnittstellen. Hat das im Test gut funktioniert? Ja, also mit dieser Lockdown-Phase hat natürlich die Videoberatung einen Booster erhalten. Das heißt, Kundenbetreuende und weitere Experten haben sich per Video mit dem Kunden in Verbindung gesetzt. Dann Research-Informationen wurden in dieser Phase vermehrt angefragt und so den Kunden digital zur Verfügung gestellt. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich auch eine Entwicklung in Richtung digitales Zahlen. Und da hilft natürlich die Online-Bank Zack. Haben sich Schwächen offenbart in der digitalen Aufstellung der BKB? Bezüglich der qualifizierten digitalen Signatur möchten wir natürlich nochmals einen Schritt machen. Da erkennen wir Schnittstellen, die wir schließen möchten. Und auf der anderen Seite beim Posteingang, dort möchten wir Automatisierungen generieren, sodass der Posteingang gerade zu den zuständigen Mitarbeitenden zugestellt wird und auch gleich archiviert. Wenn ich nochmal auf die Eingangsfrage zurückgehe und auf Ihre Antwort, dass Arbeitswelt eigentlich auch interdisziplinäres Arbeiten erfordert, inwiefern wird sich das Anforderungsprofil für Personal jetzt im Banking ändern? Nun, für meinen Bereich gesprochen, und zwar den Bereich Legal und Compliance, werden wir früher im Prozess involviert sein. Wir werden bei der Ausarbeitung der Idee involviert sein und auch unsere Arbeitsleistung verschiebt sich, je länger, desto mehr in Richtung Projektmitarbeit. Zusätzlich im Bereich Compliance wird es die Kontrolltätigkeit in einer anderen Form geben. Das heißt, wir werden verstärkt in Richtung Datenanalyse, Datenstrukturierung hingehen und auf der anderen Seite diejenigen Prozesse, die standardisiert sind, werden wir vermehrt automatisieren. War jetzt diese Lockdown-Phase eine Art Zäsur in dieser Neugestaltung der Arbeitswelt oder anders gefragt, wird die BKB wieder zurückkehren zu einer Art Normalität? Nun, ein wesentliches Erkenntnis ist, dass die Krisen, das Krisenmanagement, das hat sehr gut funktioniert. Weshalb? Weil wir insbesondere interdisziplinär zusammengearbeitet haben, perfekt kommuniziert haben. Und das werden wir natürlich so weiterführen, diese interdisziplinäre Agieren. Auf der anderen Seite werden wir die Optimierungen, die wir gemacht haben, werden wir selbstverständlich weiterführen. Und zusätzlich das Homeoffice, das werden wir freiwillig auch weiterhin fördern. Wir haben gemerkt, dass das sehr gut funktioniert. Nun gibt es ja auch gerade auf Arbeitnehmerseite Ängste in Bezug auf diese Neugestaltung der Arbeitswelt. Wird es Ihrer Meinung nach zu stärkerem Personalabbau kommen in der Branche? Es geht hier nicht um einen Personalabbau. Es geht darum, dass wir in diesen Bereichen, wo wir nicht differenzierend sind, dort müssen wir die Prozesse überdenken, allenfalls automatisieren, digitalisieren und so unsere raren Ressourcen auf die Wertschöpfung fokussieren. Das ist wichtig und da wird uns das neue Arbeiten auch dabei unterstützen. Frau Berger, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank.